Okay. Ich glaube, hier ist Wasser oder Elektro ganz gut. Oder Feuer. Feuer ist, glaube ich. Oder? Ist auch nicht so geil. Hier bei so schleimigen Pokémon, da bin ich mir immer sehr unsicher. Yay, Küste war ich Level 26. Ein Slimog, Weiterentwicklung. Das hat, glaube ich, die Hände so wie so ein Geist. Das sieht aus wie ein Auto. Giftwolke. Christoph ist tot. Christoph ist tot, Christoph ist tot. Aber das ist auch nicht so geil. Ach, Mann. Dave Lars. Ich weiß nicht, was da gut bei ist. Ach, komm mal einfach mal Lars. Guck mal, was bei rauskommt. Hochzug-Hieb? Auch nicht so. Nein! Ich wollte nicht schon wieder Ruckzuck-Hieb machen. Ich drücke heute irgendwie zu leicht die Tasten. Bin zu gechillt. Ich möchte einen Windstoß machen. So. Was hast du jetzt noch? Eins hat er noch. Noch ein Slimer. Nein, ich will nicht. So. Windstoß. Ist das gut? Das ist bestimmt Elektro, was dagegen gut ist. Aber ich habe jetzt keinen Bock nochmal zu tauschen. Deswegen mache ich den jetzt mit Lars fertig. Das wird nicht mehr blockiert. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass irgendeine Attacke blockiert wurde. Yay! Das erreicht Level 26. Ich habe verloren, das ist nicht logisch. Doch. Schlecht plus schlecht gleich schlecht. Christoph wurde besiegt. Na gut. Was ist denn mit euch los? So, machen wir hier unten die eine nur. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier herumstehen. Ja, das tut es. Boah, die hat so viele Pokémon. Fußkick. Bang. Oh, Sandwirbel. Wirbel. Ich habe Lust, etwas zu futtern. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, das hier während dem Aufnehmen zu futtern, weil das knirscht. Also es ist sehr laut. Es knuspert. Das Knusper-Knusper-Knäuschen. Er knabbert an meinem Häuschen. Nidoran. Nö. Delfin bleibt mal dran. Auch Level 19. Los, Kick! Oh. Hatte ich irgendwas besser?
Nee, Karateschlag. Mein Fußkick wäre am besten gewesen. Gut, bei Nidoran also Karateschlag. Ein Mauzi. Dö. Warum ging das jetzt daneben? Warum ist Dave jetzt tot? Nee, doch nicht. Sehr schön. Dave zieht ab. Dave zieht ab. Noch ein Nidoran. Nein! Ach, Mann, Dave. Ach, jetzt bist du tot. Bist du selbst dran schuld. Glas, komm. Ja, doch. Sehr schön. Das ging doch eigentlich ganz gut. Schau, was du getan hast. Ja, ich habe alle deine Pokémons getötet. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. So. Was sind wir denn hier? Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp. Ich bin gesperrt. Das ist wieder irgendein Tunnel. Tunnelfahrt. Prismania City Lavandia. Kommt man denn da raus? Weil das hier ist jetzt nicht Lavandia. Sonst hätte es ja andersrum da gestanden. Okay, die Spiele mögen beginnen. Also wieder ein Spieler. Ein Quapsel. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir das sehen, oder? Hm. Okay. Bitte, bitte treff dich selbst. Jetzt pennt Shannon, oder? Oh, Shannon! Oh, das ist nicht so gut. Oh. Ich dachte gerade, yes, schön. Ich dachte gerade, das wird mehr abziehen, das Wasser auf Shannon. Ich habe mir gedacht, bei Shannon ist ja ein Schmetterling. Noch ein Quapsel. Das ist ja nicht so gut, wenn die Wasser auf ihre Flügelchen kriegen. Deswegen habe ich gedacht. Na ja, gut, aber Blubber war ja auch schon Wasser. Hat ja auch nicht so viel abgezogen. Ja, ich bin auch einfach mal 5 Level höher. Ich nehme auch einfach schon wieder. Stunde anderthalb auf. Ein Quapuzzi. Weiterentwicklung von Quapsi. Quapsel. Das ist, sieht, glaube ich, genauso aus wie Quapsel, nur dass es Füßchen hat. Ja, das ist so süß. Ich mag das voll. Könnte vielleicht auch noch mein Lieblings-Pokémon werden. Abgesehen von Entom. Und Kanimani. Plus Weiterentwicklung. Ich habe immer Kanimani in Gold genommen. Und wenn ich mal irgendwie Vollriegel oder... Oh, jetzt...
Darüber haben wir uns schon wieder am Wochenende unterhalten. Also angerissen kurz. Das war nämlich Kanimani, Feuerriegel und irgendein Pokémon mit L. Lorblatt. Heißt das Lorblatt? Ich glaube, das heißt Lorblatt. Auf jeden Fall immer, wenn ich eins von den anderen genommen habe, anstatt Kanimani. Habe ich es nie durchgespielt. Ich habe dann immer irgendwie nach Stunde oder so habe ich dann aufgehört und habe mir dann wieder Kanimani genommen. Also neu gestartet und Kanimani genommen. Ein Voltoball. Ich glaube, Konfusion ist hier nicht so gut. Ja. Ultraschall zieht, glaube ich, viel ab. Naja, geht eigentlich. Wie viel hat er? 4, 5, ne? 4 Pokémon hat er, glaube ich. Janet ist Level 28. Windstoß. Was hat denn Chen noch für Attacken? Ich glaube, irgendwas Sinnloses hat sie noch. Giftpuder eigentlich. Wann tue ich mal ein Dinges vergiften? Ein Windstoß hört sich nach einer Attacke an, die Bams macht. Die richtig reinwärmt. Oh, ein Smogon. Der so richtig reinwärmst. Benutzen wir gerade mal direkt Windstoß. Oder Windstoß. Wow. Na, wie gesagt, wann vergift ich mal Pokémon? Das ist ja auch nicht so, dass das dann irgendwie erstmal dick Schaden macht und dann halt so als kleinen Zusatz dann noch das Pokémon vergiftet, sondern es vergiftet einfach nur ohne direkt Schaden zu machen. Das finde ich halt ein bisschen doof. Und diese Zustände, die ziehen jetzt auch nicht wirklich viele ab irgendwie. Voltoball sieht so richtig pisst aus. Ein Magnetilo. Nö. Ich habe noch gar kein Wasser-Pokémon bei mir in der Gruppe, ne? Naja. Oh, wo soll ich das auch hernehmen? Ich kann ja nur so ein olles Karpador fangen. Au, eine Kernschmelze. Ja. Geh mal weg hier. Okay. Wo kommen wir denn hier hin? Das ist doch vielleicht Lavandia. Safronia? Was meinen wir? Gehen wir einfach mal da rein. Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Das hört sich doch vielversprechend an. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwie... Ach, schreib, ich habe jetzt hier keinen Bock, alles abzuklappern. Schreib mir einfach, wenn hier in dem Tunnel irgendwelche unsichtbaren Items rumliegen. Ein verschlafenes Pokémon ist in Prismania City aufgetaucht. Waren wir ja schon mal? Ich glaube nicht.